Herzlich willkommen in Amsterdam. Tag 1 heute und wir sind gerade angekommen am Campingplatz. Und ja, wir checken jetzt erstmal die Lage. Wir haben gerade eingecheckt und jetzt ja, machen wir uns fertig, ziehen uns um und dann geht es gleich ab in die City. Fahrräder haben wir mit am Mann. Ja, gucken wir mal. Bis gleich. Wir sind jetzt gerade losgefahren. Und hier sieht man schon so ein schwimmendes Restaurant. Bis jetzt sind wir, wie lange sind wir jetzt gefahren? 5 Minuten oder so, ne? Ja. Und da hinten sehen wir nämlich schon den Bahnhof, wo wir hinwollen. Also vom Campingplatz bis in die City, keine Ahnung, 10 Minuten maximal. Dann schippern wir hier erstmal, was ist das denn hier? Was gibt's denn da? Theater oder was? Da hinten haben wir gerade Schiffe ohne Ende gesehen. Und hier, ja, gar keine irgendwie. Erst habe ich gedacht, alle Schiffe der Welt werden hier gebaut, aber hier steht irgendwie gar nichts rum. Wir sind jetzt kurz vorm Bahnhof und haben jetzt gerade noch gesehen, wie das Segelschiff. Was? Wo ist hier Glas? Weg kriegt Platten. Aber ich stehe über Luftpumpen. Haben wir auch schon festgestellt. An jeder Kneipe irgendwie oder so, irgend so eine Handpumpe. Oder ne, diese Fußpumpen. Schon cooler Service. Was ist denn lang hier? So, da ist der Bahnhof da hinten. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie da rüber. Jetzt sind wir am Bahnhof angelangt und haben das Schiff noch eingeholt. Und die fahren hier wie die Behenken. Wie die letzten Henker. Bevor wir jetzt in die Innenstadt fahren, nehmen wir jetzt erstmal so eine kostenlose Fähre da drüben. Hier ist das richtig was los. Hat auf jeden Fall einen strammen Zeitplan. Wenn ihr da oben, wenn ich da oben sehe, dass er in 40 Sekunden oder knapp 45 Sekunden schon wieder abfährt und die alle hier mit wollen. Here we go. Jetzt zeige ich euch das nochmal mit den Fähren. Und zwar seht ihr da die beiden Fähren. Da hinten das große Gebäude, das lange da, das ist der Bahnhof. Und diese beiden Fähren, die pendeln also kostenlos alle 10 Minuten hier rüber. Also wenn man mal in Amsterdam ist und man unbedingt mal Fähre fahren will für lau, dann sollte man sich die Fähre mal antun. Wie gesagt, einfach hinstellen, kostet nichts, kein Ticket, kein gar nichts, nicht mal ein kostenloses Ticket. Einfach drauf, hop on, hop off. Und oben an den Dingen ist auch ein Zähler dran, wann die nächste Fähre wieder kommt. Wir gucken, sieht man das von hier? Ne, ist noch ein bisschen weit weg. Zeige euch gleich nochmal. Bis später. Hier rechts rein. Alter! Was geht hier ab? Guck, hier ist nochmal so ein Febo-Snackautomat. Die besten Pommes der Welt. Erstmal probieren jetzt.
Hallo. Einmal Medium. Mayonnaise oder Ketchup? Ja, Mayonnaise. 4,45 please. Thank you. Thanks. Ja. Thank you. Thank you. Was ist denn jetzt? Halt mal. Das ist ein Medium, ist das jetzt? Lecker. Ne, ist doch ein bisschen größer, aber es ist nur der Essplatz ist das nur. Aber cool, die Aussicht direkt auf die Gracht. Wir sind jetzt hier gerade Straße Singel heißt die. Und wir suchen die Hausnummer 7. Wir sind jetzt gerade bei Hausnummer 19. Und wir müssen zu Hausnummer 7. Und was gibt es an Hausnummer 7? In Holland werden die Steuern nach der Breite der Häuser bezahlt. Wie man sieht, sind die Häuser hier alle relativ schmal. Wer also viel Geld hat, der hat ein breites Haus. Und wer ein schmales Haus hat, der hat halt eben weniger Geld oder ist halt eben schlau. Dann müssen wir noch ein paar Meter laufen, und zwar bis zur Hausnummer 7. Sekündchen noch. So, da ist Haus Nummer 9. Das heißt, die hatten schon mal viel Schotter, weil die ein breites Haus haben. So, jetzt gehe ich mal eben auf die Straßenseite, auf die andere. Und hier ist Haus Nummer 7. Guck mal, geil, ne? Das schmalste Haus Europas. Ist das fett? Besteht im Prinzip aus einer Tür. Aber guck mal, es hat 3 Stockwerke. Warte mal, ich gehe mal noch ein Stück zurück. Geht bis oben hin. Und da sieht man, hier, guck mal, da ist Haus Nummer 5. Das ist 9, Riesenbunker, 5. 3 ist auch relativ, aber Haus Nummer 7. Das schmalste Haus in Amsterdam, ah nee, Europa sogar soll es sein. Vorsicht. Ja, die fahren hier wie die Irren. Wenn du nicht aufpasst, fahren sie ihren Hintern ab. Da sind die eiskalt hier. Mit Roller, mit Autos, mit allem möglichen. So, erstmal zurück zu den Fahrrädern. Bis gleich. Jetzt ist mir doch vorhin der Akku abgestorben, mitten in Amsterdam, mitten in der Innenstadt, wo wir durch Chinatown gewandert sind, so ungefähr. Aber kein Problem, denn ich habe ja mehrere Powerbänke bei, aber das Problem war, kein passendes Kabel. Ich hatte Handy-Ladekabel bei, aber die passen leider bei meiner Kamera nicht. Und so sind wir jetzt erstmal wieder zurückgefahren zum Campingplatz. Und erkunden das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen. War aber vorhin aber auch nicht mehr viel los. Wie gesagt, wir sind dann nur durch Chinatown gewandert. Die Läden dort sind, was heißt Chinatown? Es waren überwiegend viele Chinesen, Japaner. Es gab aber auch, was weiß ich, Portugiesen, ich weiß gar nicht, alles Mögliche. Also ein Restaurant nach dem anderen auf gefühlten 100 Metern waren locker, keine Ahnung, 50 Restaurants ungefähr. Also echt ein Shop nach dem anderen. Oder es waren halt eben Headshops oder halt eben Coffeeshops, also sprich Kiffen Deluxe. Wenn man hier durch Amsterdam wandert, muss man sich auch nicht wundern, denn hier wird an jeder Ecke, sag ich mal, gekifft, was das Zeug hält. Wir gehen jetzt gerade duschen
und wir wollen gleich noch eben noch was essen gehen. Und jetzt gucken wir mal im Wetter. Ja, man sieht es, ein bisschen hat es geregnet vorhin. Also nicht ganz prickelnd so ungefähr. Schauen wir mal. Bis später mal.